Hallo, liebe Studierende. Als nächstes werden wir uns jetzt mal anschauen, wie können wir mit D3.js Scalable Vector Graphics, SVG, verändern. Das ist eine sehr wichtige Grundlage für als nächstes, dann mit D3 wirklich schöne Sachen zu visualisieren. Und deshalb werden wir uns zuerst mal anschauen, was ist überhaupt SVG, welche wichtigen Elemente gibt es und wie kann ich mit D3.js diese SVG-Elemente auch verändern. Dazu gehen wir wieder zurück in unser Gerüst HTML-Seite, wo wir das letzte Mal D3.js mal eingebunden haben. Bevor wir starten, ein paar Hintergrundinformationen. Also wenn ihr nach SVG googelt, dann kriegt ihr viele spannende Informationen. Also wir reden nicht vom Straßenverkehrsgesetz natürlich, sondern wir reden von Scalable Vector Graphics. Dort habt ihr Informationen daraus. Es ist ein Standard, den gibt es schon ziemlich lange, seit 2001. Von dem her hat er schon eine gewisse Geschichte hinter sich. Das Tolle ist, dass er heute in den aktuellen Browsern alle top sehr gut unterstützt wird von HTML5 und dass er eben auch beispielsweise auf allen Mobile-Browsern funktioniert. Also deshalb ist es wirklich ein offener Standard, basierend auf XML. Entsprechend diese Anforderungen erfüllt. Also hier gibt es sehr viele Hintergrundinformationen. Als zweite wichtige Quelle ist sicher immer diese W3 Schools. Kennt ihr wahrscheinlich auch schon, SVG. Wenn ihr das mal anschaut, diese Seite von w3schools.com, habt ihr sehr viele Informationen, sehr spezifisch, wie man das SVG anwendet, inklusive Tutorial und so weiter. Wir werden jetzt als nächstes mal ein paar Sachen zeichnen mit unserem Editor und dann seht ihr dann gleich eins zu eins, wie sich das verhaltet. Also da seht ihr die wichtigsten Elemente schon mal aufgelistet. Gut, gehen wir zurück auf unsere Grafik und starten damit. Als erstes, wenn ihr loslegt mit SVG, solltet ihr immer ein Div mal machen, damit ihr das schon später auch mit D3.js ansteuern könnt. Also sagen wir dem mal mein Div. So, geben wir dem eine Idee. Und innerhalb von diesem Div werden wir jetzt die entsprechenden Inhalte schreiben. Wenn man SVG brauchen will, dann sollte man immer, oder muss man immer dieses SVG-Tag starten mit SVG und dann mal als erstes die Größe von diesem von dieser Fläche definieren. Also in diesem Fall sagen wir jetzt mal beispielsweise Breite machen wir 500 Pixel und die Höhe auch noch mal 500 Pixel. Border mal ein Pixel etwas light gray, ein helles Grau und dann durchgezogen. So. Jetzt seht ihr da rechts schon angezeigt, dass in dieser Fläche werden wir jetzt Sachen zeichnen. Und das ist in dem Sinn, in diesem Perimeter werden sich jetzt die Dinge verändern. Also schauen wir uns doch mal an, beispielsweise mal ganz simpel irgendeine Linie. Wenn ihr beginnt mit einer Linie, dann habt ihr die Möglichkeit, innerhalb von diesen SVG-Elementen unterschiedliche Attribute anzugeben. Bei Linien braucht es immer ein x1-Koordinate, wo quasi sagt, wo startet die Linie. Nehmen wir mal 200. Und noch eine Y1-Koordinate, wo dann wiederum sagt, wo auf dieser Y-Achse die Linie startet. Und dann ist das der Anfangspunkt gewesen. X2 ist dann eben logischerweise der Endpunkt. Der geht dann bis 54 und Y2 auf, sagen wir jetzt mal, 225. So. Und dann muss man natürlich noch sagen, in welcher Farbe, mit welchem Style man die ganze Sache zeichnen möchte. Da nehmen wir jetzt beispielsweise mal den Strich. Der Strich soll schwarz sein und die Breite ist
2 Pixel. So. Voilà. So soll das dann hoffentlich klappen. Ah, noch ein kleines Zeichen vergessen. So, da geht es natürlich besser. Voilà. So wird diese erste Linie gezeichnet. Da haben wir so ein erstes Grundelement mit SVG gemalt. Ein weiteres Zeichen kann man machen, wenn man beispielsweise Circle, also einen kleinen Kreis zeichnet. CY, da hat man die Circle Zentrum, das man dann angibt. Da gibt es ja keine Anfangs- und Endkoordinaten. Zwar CY und CX als die X- und Y-Koordinaten. Und dann muss man noch sagen, was der Radius ist. Radius ist in diesem Fall beispielsweise 30. So, und auch das können wir hier zeichnen. Voilà, gibt es schon einen Kreis, wo diese ganze Linie dann rauskommt. Und dann nach diesen ganzen Linien und Kreisen haben wir noch die Möglichkeit, ein Rectangle, also ein Rechteck zu zeichnen. Auch hier x beispielsweise 100. Mal sehen wir da gleich das aus dem Buch, das Beispiel 410, y nehmen wir die 200. Dann muss man noch sagen, wie groß, wie breit das Ding ist. Hier 100 und dann noch wie hoch. Und auch hier ist wiederum wichtig, was sind die grafischen Eigenschaften. Also in diesem Fall wollen wir es beispielsweise auffüllen mit Fill. Das ist jetzt ein bisschen anders als bei den Divs mit diesen CSS-klassischen Dingen. Hier muss man Fill und nicht Background Color schreiben. Das ist dann vielleicht am Anfang etwas verwirrlich, aber man gewöhnt sich daran. Dann muss man sagen, Stroke und nicht Border. Hier nehmen wir da beispielsweise Black. Und dann noch sagen, wie groß das Ding sein soll. Stroke Width. Und dann haben wir dort ein Pixel. So. Auch das zeigen wir da mal an. Voilà, kommt jetzt diese Box rein. Das wären so mal drei Grundelemente. Es gibt dann noch weitere Elemente. Man kann dann beispielsweise Pfade bauen, wo man entsprechend die Möglichkeit hat, mit Polygonen, also mit Pfaden, einfach eine Linie abzustückeln. Also wenn wir es da mal nehmen, Path. Und da ist das Entscheidende, ist praktischer, dass man die ganzen Koordinaten etwas gebündelter angibt. Man gibt jetzt einfach da verschiedene Punkte an, von wo bis wo diese mit XY-Koordinaten diese Linie durchgezogen werden soll. Kann man irgendwelche Zahlen eingeben, 50, 50 und so weiter. Und wenn es dann soweit ist, muss man noch einen Style angeben. Auch hier machen wir einen Fill. Dann füllen wir das Ding noch. Stroke Gray. So. Oh, da kommt schon langsam was. Ich habe noch vergessen, die Strichbreite anzugeben, also Stroke Width. So, dann haben wir 4 Pixel mit dem. Voilà, also da gibt es diese kleine Umrandung des Dreiecks beispielsweise. Und eben das, wie gesagt, das Polygon, das füllt sich dann noch ganz auf, das gibt es dann auch noch. Was man bei SVG besonders noch praktisch ist, man kann auch Gruppierungen machen, wenn man mit dem G-Tag kann man sagen, das Ganze, was da jetzt beispielsweise steht, soll gruppiert werden. Und mit diesen Gruppen kann man dann wiederum einzeln verfahren und hat entsprechend die Möglichkeit, die rumzuschieben. Gut, jetzt war ja die Frage,
Wie können wir das noch verändern mit D3.js? Das werden wir jetzt auch noch schnell anschauen. Mit D3.js können wir jetzt im Script unten, wo im Java dann aufgerufen wird, wiederum auf die D3-Bibliothek zugreifen. Und dann können wir, so wie vorher mit dem div, können wir in diesem Fall einfach beispielsweise alle, also diesen Kreis anrufen, Circle, und dem mal sagen, wir wollen den weg haben, remove. Und wenn das dann entsprechend aktualisiert wird, ist dann der Kreis auch tatsächlich weg. Also oben ist er, steht er zwar noch da, aber wir können ihn mit D3.js dynamisch rauslöschen. Macht doch Spaß sowas. Hä? Oder wir können die Eigenschaften verändern. Wir können sagen beispielsweise, das Rechteck soll nicht mehr so ein hässliches Pink haben, sondern wir wollen das neu mit dem Fill, und es kommt eben die Eigenschaft, das Attribut, und dann der Wert ein knallgelbes Gelb machen. Und hier entsprechend wird das Ding auch gelb. Und so haben wir es geschafft, quasi mit SVG, mit diesen Vektorgrafiken, die im Browser zu zeichnen und die dann auch noch gleich mit D3.js zu verändern. Und das wird die Grundlage sein für ganz viele Visualisierungen, die wir in den nächsten Screencasts ausprobieren werden. Also, bleibt dran, bis zum nächsten Mal und tschüss.